Steffi, wir sind hier im Landtag von Sachsen-Anhalt. Hinter mir ist der Plenarsaal. Ich arbeite hier in der Online-Redaktion, aber nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Stefan. Der ist hinter der Kamera, deswegen könnt ihr den jetzt nicht sehen. Die Jugendlichen, die ihr hier seht im Hintergrund, die kommen aus ganz Sachsen-Anhalt, sind hier heute für ein Planspiel. Das heißt, die wollen einmal ausprobieren, wie es so ist, Politiker zu sein. Das heißt, die haben sich in Fraktionen aufgeteilt, die gehen jetzt in Ausschüsse und beraten da über drei verschiedene Themen und am Ende kommen sie hier wieder in den Plenarsaal zusammen und beraten nochmal und stimmen ab und am Ende kommt richtig was raus. Und wie das genau funktioniert, da bleiben wir dran heute. Ja, ich freue mich, dass heute hier so viele junge Leute bei uns im Plenum sitzen und ich muss schon sagen, diese These bestätigt sich für mich absolut nicht, dass man sagt, die jungen Menschen sind politikverdrossen, sie haben keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Dass sie hier sind, zeigt mir natürlich, dass sie doch daran Interesse haben. Das Planspiel soll die Möglichkeit sein, Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, die Abläufe in einem Parlament besser zu verstehen und auch eine bessere Wissensvermittlung zu geben, wie die Abläufe in einem Parlament funktionieren. Bei dem Planspiel hier im Landtag von Sachsen-Anhalt gibt es drei Fraktionen und natürlich auch drei Fraktionsvorsitzende. Bei mir ist jetzt Maike Klaus. Maike kommt aus Dessau, 16 Jahre und Fraktionsvorsitzende der Sozialen. Was macht denn eigentlich eine Fraktionsvorsitzende, Maike? Seine Fraktionsvorsitzende achtet besonders auf den Kommunikationsaustausch innerhalb der Fraktion, sorgt dafür, dass alles gesittet abläuft und auch sich nach einem gewissen Zeitplan richtet, den man auch einteilen muss, auf den man achten muss, weil sich sonst Lücken bilden können, man sonst andere Dinge nicht schafft oder einfach viel zu weit überziehen muss. Wir sind gerade raus aus den Ausschusssitzungen. Bei mir ist Nils Bosselmann aus Magdeburg, der ist Ausschussvorsitzender. Ist es denn jetzt genauso gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast? Oder waren auch Momente dabei, wo du gedacht hast, ach, so genau wusste ich jetzt eigentlich nicht, was ich jetzt machen soll? Also im Großen und Ganzen ist alles so verlaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Allerdings hätte ich nicht damit gerechnet, dass sich eine Fraktion komplett blockiert und keine Vorschläge zur Änderung annimmt. Wir leben in einem Rechtsstaat. Ein Rechtsstaat hat die Aufgabe, so lange die Menschen für unschuldig zu erachten, bis die Schuld bewiesen ist. Und nicht alle unter Generalverdacht zu stellen. Und ich wollte nur hinzufügen, dass wir hier alle an unsere Grenzen geraten. Wie mehr verändern Sie in Ihrer Darlegung keinen Gesetzestext. Das bringt nichts. In unserem Raum einfach nur eine leere Hülse. Und wir steigen damit in das Abstimmungsverfahren ein. Als ersten Antrag haben wir den Änderungsantrag zum Änderungsantrag. Da bitte ich um Abstimmung. Wer diesem zustimmt, bitte um sein Kartenzeichen. Gegenstimmen? Oh. So, der Plenarsaal ist leer hier im Landtag von Sachsen-Anhalt. Die 80 Jugendlichen, die heute mal Politiker ausprobiert haben, sind auf dem Weg nach Hause. Bei mir ist jetzt die Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch. Frau Brakebusch, Ihr Fazit von dieser doch primären Veranstaltung im Landtag? Ja, ich muss sagen, ich bin völlig beeindruckt, auch wenn man sieht, wie tiefgründig eigentlich auch die Anträge, die Sie gestellt haben, auch wirklich beraten wurden. Richtig große Qualität, muss ich auch sagen, auch in den freien Reden, da sage ich einfach Hut ab, das würde ich mir für manch anderen Abgeordneten manchmal wünschen.